Ich glaube, man kann es ja jetzt mal wieder wagen, das Pferd, weil in den Medien, da wird ja gerade eine andere Sau wieder durchs Dorf getrieben von der Frau Merkel. Man könnte gerade meinen, sei Wahlkampf. Ja. Sie ist ja jetzt da, wo diese Pfützen sind, im Hochwasser aufgeschlagen und hat den Satz, den sie am besten drauf hat, gesagt. Na, wie heißt denn der? Ich stehe voll und ganz hinter den Menschen. Dieser Satz, der hat ja schon manchen seinen Kopf gekostet. Im Trocknen. Hinter den Menschen. Ist gerade MA-Umfrage, für alle Nicht-Medien-Insider. MA-Umfrage ist ein Zeitraum, in dem Telefonumfragen stattfinden, wo ermittelt wird, wer welchen Sender hört. Also quasi die Einschaltzahlen. Ja? Und da machen manche Sender so wahnsinnige, witzige, irrwitzige, unglaubliche. Und Moment. Hinter den Menschen. Unglaubliche Aktionen wie zum Beispiel Gewinne mögliche Millionen Euros nicht. Ja, du Trottel, du musst genau hinhören. Und da könnten die Privaten doch jetzt bei dieser Flut, hier kommt die Flut, die fettesten Sandsäcke der 70er, 80er und 90er raushauen. Oder wie die Frau Bundeskanzlerin sagen würde, die größten Sonntage der 70er, 80er und 90er. Oder Kippenradio Shitkantine 0 könnte doch jedem Hörer, der anruft, einen Sandsack Trockenfutter schenken. Hinter den Menschen. Manch einer wäre froh, er hätte wenigstens fließendes Wasser zu Hause. Man könnte gerade meinen, sei Wahlkampf, ja.